Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Super Demo World, The Legend Continues. Das letzte Mal hatten wir hier gestoppt gehabt, jetzt machen wir hier weiter. Warte, so, du kommst jetzt runter, ich will Leben haben. Hehehe. Okay. Neo, Bams. Mein Gott, warum machst du keinen Switch-Jump? Das finde ich voll nicht nett. Okay, dann machen wir mal dieses Castle hier, in dem es bestimmt wieder einen Secret Exit gibt. Achso, habe ich ganz vergessen. Mist. Okay. Weil ich habe das lieber erstmal anders gedacht. WTF? Also natürlich. Natürlich muss da so ein Viech kommen und alles zerstören. Okay. Das war die falsche Reihenfolge. Jetzt machen wir es nochmal so. Und holen uns eine Shell. So, und die können wir dann hoffentlich irgendwie verwenden. Ja, toll. So meine ich das natürlich nicht. Nein, 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 nein. So. Jetzt machen wir das da. Und hoffen, dass das diesmal besser läuft. Ich glaube, ich sollte ein bisschen konzentrierter spielen. Das wäre nur gut für meine Gesundheit. So, Bams, Bams, zack, zack. Okay, und was machen die Swamps da? Die ranken sich hier um diese Yoshi-Coin. Oder wie? So. Oh, verdammt. Warum muss denn hier Kamek sein? Frage ich mich, warum? Ich hasse Kamek. Warte. Meine Idee. Da oben sind noch mehr solche Blöcke. Ach du Kacke. Nein. Nein. Und hoch mit dir. So. Da oben muss doch was sein, weil sonst wäre da oben nicht... Nö, da oben ist doch nichts. Scheiße. Nee. Warum nicht? Warum macht der böse Eckersteller da oben nichts hin? Ich will den Secret Exit haben. Okay, aha, ja mal so ein P-Switch. Bringt mir da irgendwas, ich nehme den lieber erstmal mit. Also schade, und das sah mir auch verdächtig nach, du kannst da durchaus, ja. Hier haben wir doch schon einen Pfeil nach oben, ein verdächtiges Indiz. So, und bevor du anfängst zu nerven, musst du jetzt erstmal sterben. Also, warte. Kann man von hier aus da irgendwie ran? Nee, offenbar nicht. Das heißt, man muss das Ding hier drücken und hochfliegen. Und bitte lass diesen Einfall stimmen. Oder? Ja, man muss hier in eine Tür und hat das sofort. Hehehe. Aber Frage ist, wozu brauche ich jetzt diese Shell in meiner Item-Aufbewahrungsbox? Ist die jetzt einfach nur so? Damit ich ein paar Gegner killen kann? Hm. Okay, hallo Leben. Danke, dass du da bist. Aber ich brauche dich ja nicht aufgrund meiner hohen Lebenszahl. Okay, und diese Plattform braucht man eigentlich auch nicht, wenn man eine Fehler hat, weil man kann auch einfach so drüber hüpfen. So. Miau, Bams. Miau. Unter mit dir. Zack und... Stirb. Rein mit dir.
Miau. Miau. Okay. Jetzt gehen wir in die sechste Welt, nämlich die Ice World. Ice. Okay, und hier haben wir schon Yoshi's Island Grafiken und SME3 Grafiken. Ja, das ist ein entspannter Platz, um rumzuehren, diese Welt, ich weiß. Das sagt er mir ja in der Messagebox. Warum ist meine Stimme denn jetzt so rau? Okay. Okay, hier ist gar nichts. Warte. Das ist mal interessant gemacht. Ein Eiszapfen, der von der Itembox runterhängt. Habe ich auch noch nie gesehen. Im Ernst? Also Fusoya konnte damals schon teilweise schon mehr als die Hacker von heute können. Und das ist schon faszinierend. Daumen hoch. Warte. Warte, ich habe im Verdacht, dass da hinter diesen Bäumen was ist, weil sonst könnte man noch kaum hinter die laufen, oder? So, also fliegen wir hier mal hoch. Um zu gucken, was sich da oben so rumtreibt. Nix, okay. Da könnte man hin. Ja! Mein Gott, ich bin gut. Ich finde jetzt alle Secret Exits auf Anhieb. Das wäre cool. Ich muss jetzt auch gar nicht mehr nachgucken. Na gut, aber Fusoya hat vielleicht viele Secret Exit Verstecke dadurch einfach vorweggenommen. Nee, das sah so verdächtig aus, diese Kuhle da. Hehehe. Ja. Nein, nein, nein. Ihr seid doch doof. Okay, was ist denn hier oben? Das ist auch interessant, hier gibt's Layer 3 Schnee im Vordergrund, oder wie? Ach du Kacke. Okay, dieser zweite Abschnitt ist ein bisschen fies. Warte, oder? Nee, wir holen uns Power-Ups. Power-Up holen, damit ist man immer auf der sicheren Seite und die möchte ich eigentlich haben. Ja. Okay, diese Shell da oben ist offenbar zu nichts zu gebrauchen. Okay. Ja. Fly, Mario, fly! Oh, fuck you. Oh Gott. Gott, wow. Zack, zack, zack. Nein. Jump. Wow. Hilfe. Aber mit Yoshi ist das echt einfach, weil dann muss man sich nicht so mit diesen Viechern rumquälen. Ja, toll. Das war eine dumme Aktion, das weiß ich. Hallo, Feder, kommst du auch mal runter? Ich glaube, du bist despawned. Ja, und das Blöde an diesen scheiß Lakitos ist, man sieht die nicht. Und das geht mir an denen ein bisschen auf die Eier. Ja. So viel dazu. PS, warum bin ich da nicht dran gesprungen? Ich habe das Ding nicht gebraucht, alles klar. Ach. Also manchmal frage ich mich im Nachhinein Dinge, warum habe ich das und das nicht gemacht, als ich das Level gemacht habe. Gott, da ist wirklich nichts drin. Also, die Yoshi-Opferung war einfach so umsonst. Okay. Ah nee, wir machen hier weiter, weil das ist Ice World 2. Nur um das Secret Exit willen möchte ich das dann noch nicht.
Okay. Leute. Das heißt, jetzt ist wieder Secret Exit suchen angesagt und ich mache die Level jetzt in der vorgegebenen Reihenfolge. Ich glaube, das ist irgendwie besser. Och, Menno, ich will nicht schon wieder in diese Scheißschlucht ein. Mein Gott, aber ich traue dem Hackersteller durchaus zu, dass er hinter diesem Baum etwas versteckt oder in einer dieser Schluchten. Das würde sich ja gut anbieten, aber wenn, dann würde ich erstmal dieses Level beenden wollen. Ja, ich würde wirklich das Level beenden wollen, weil... Weil da kann man ja Start direkt ausmachen, wenn man in eine Schlucht fällt und dann stirbt. Von daher würde ich gerade bei diesem Level erstmal einen Normal Exit machen, falls ich nicht zufälligerweise auf den Secret Exit treffe. Man weiß ja nie. Gott. Und das Level scheint relativ kurz zu sein, weil... Warum gibt's hier gleich am Anfang drei Yoshi-Coins auf den Haufen? Ich dachte zumindest, die einigermaßen gleichmäßig über das Level zu verteilen. Oder der macht das nicht. Dieser Fusoya. Nein. Miau. Okay. Da oben könnte auch irgendwas sein. Wow. Miau. Und da unten könnte auch was sein. Das sieht sogar verdächtig aus. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. So. Ja. Ich glaube, ich habe es sogar gefunden. Zumindest die Hälfte davon. Habe ich gefunden. So, wo ist jetzt das Schlüsselloch? Das könnte auch überall sein. Ach, Mann. Mann. Der ist nicht mal nett genug, beides zusammenzuklappen. Was zusammengehört. Okay. Dann suchen wir jetzt nach einem Keyhole. Eine lange Suche beginnt. So, und den Yoshi, den nehmen wir auch noch mit. Also, bei dem Key wissen wir ja inzwischen, wo der sich befindet. Jetzt müssen wir uns nur in alle komischen Schluchten fallen lassen, um rauszufinden, wo das Keyhole ist. Ja, genau da. Gut. Dann wäre das ja auch klar. Mir war irgendwie klar, dass da unten was sein muss. Das war irgendwie, wenn mir das sowas von klar, fragt mich nicht. Wieso aber? Irgendwie schon. Ach Mann. Ach Gott. So, und hier war die Stelle, wo wir runter mussten. Und der Typ soll mal verrecken. So. Ach, rutscht da durch, dankeschön. Du bist sehr nett, Mario. Gott. Boah. Und jetzt den ganzen Weg zurückdümpeln. Mein Gott, Lucky, du nervst ja extremst. Ich habe nirgendwo genug Zeit, um irgendwelchen Anlauf zum Fliegen zu sammeln. Na gut, hier. Gut. So. Endlich sind wir das Viech auch mal los. Wo sind wir denn jetzt? Das würde ich jetzt mal gerne überprüfen. Warte, das war die dritte Schlucht. Ich möchte jetzt nochmal sicher gehen, ob ich wirklich das richtige Ding erwische. Okay, das war die erste, das ist die... Autsch. Das ist die zweite und hier ist die dritte, wo wir rein hin müssen.
So. Das haben wir gleich den blauen Switch, den machen wir ja auch noch, weil Switch Palaces sind in diesem Eck ja generell easy peasy. Und nur solche Bonus-Dinger. Miau. Und diesmal habe ich sogar einen Switch schon hingekriegt, cool. So, und diesmal machen wir dann hier weiter, Leute. Bis dann, tschüssi.